Der Wochenrückblick Nummer 118 von motorradonline.de. Heute mit dem üblichen Gelaber über die beliebtesten Motorräder, die 2023 von Frauen zugelassen wurden. Wir reden über Motorräder, die die größten Motoren verbaut haben. Wir reden über Rückrufe von Honda, Triumph und BMW. Und das alles wird euch präsentiert von FC Moto, dem Online-Shop für alles um HKE, also Helme, Klamotten und Ersatzteile für das Kraftrad. Dein Online-Shop für Motorradbekleidung und Ausrüstung. Mehr als 100 Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte. Weltweiter Versand und Bestpreisgarantie. Kaufe jetzt bei FC Moto. Frauen fahren Moped und es werden immer mehr und das ist auch gut so. Und man glaubt ja immer so zu wissen, welche Motorräder hauptsächlich von Frauen zugelassen und gefahren werden. Doch da wir in der Kirche glauben sollten und sonst lieber alles wissen, haben wir uns mal die Neuzulassungszahlen 2023 angeschaut und nach weiblichen Haltern gefiltert. 124.358 Motorräder über 125 Kubik wurden 2023 erstmals zugelassen. 10,9% davon auf eine Frau, also 13.555 Stück. Ein kleines Plus. Jedes zehnte Motorrad ist also auf eine Frau zugelassen. Bei den 125ern ist es jede fünfte. Bei den 125er Rollern ebenfalls jedes fünfte Rollerchen und die großen Roller, also über 125 Kubik, da sind es auch wieder 10%. Und die wichtige Frage ist natürlich, was wurde denn da so zugelassen? Bei den großen Motorrädern waren es vor allem Motorräder der Mittelklasse. Ganz weit vorn die Kawasaki Z650, gut und günstig. Danach kommt dann aber auch schon die neue Honda, sehr stark und trotzdem günstig, gefolgt von der Honda CMX500 Rebel. Interessant, Platz 5, da haben wir dann schon die Kawasaki Z900 stehen, also 948 Kubik und 125 PS. Platz 10 geht an die BMW R1250 GS, also bei den Frauenzulassungen. Und der Platz 14 ist auch nochmal groß, nämlich die Honda Rebel 1100, also mit 1084 Kubik. Und das beweist dann doch, Größe ist dann eben doch nicht alles. Ganz im Gegensatz dazu, das Ranking der größten Motoren in Serienmotorrädern. Ab 1600 Kubik habe ich mal geschaut, was es da so alles gibt. Und da finden sich dann sogar 6 Zylinder, nämlich der in der K1600 und der in der Goldwing. Einmal als Reihen, einmal als Boxermotor mit 1649 und 1388 Kubik. Die Tobox sich die R18 von BMW durchs Leben mit 1802 Kubik. Dann haben wir noch die ganzen Harley Twins, die Milwaukee 8s zwischen 1748 und 1977 Kubik. Wir haben zwei Indian Motoren mit 1768 und 1890 Kubik. Und der Hubraumkönig in Serie ist natürlich keine Überraschung, die Triumph Rocket 3 mit 2458 Kubik. Und wo viel Hubraum, da auch viel schwer. Klar ist, dass all diese großen Motoren natürlich auch die schwersten Motorräder antreiben, darunter einige Fulldresser von Harley oder Indien, die vollbeladen dann schon mal weit über eine halbe Tonne wiegen können. Interessant, zwei der Motorräder mit dem größten Motor und dem meisten Gewicht ist von zwei der Rückrufe betroffen, um die es jetzt geht. Einmal muss nämlich die Honda Goldwing in den Rückruf, weil die Benzinpumpe nicht resistent gegen Benzin ist, was ja sehr absurd klingt, und entsprechend kaputt gehen kann. In den USA und Deutschland sind knapp 20.000 Hondas betroffen, aber nicht nur die Goldwing der Jahre 2018 bis 2020, sondern auch die CBR 600RR und die SC77 Fireblade von 2018 und 2019. 2.000 von diesen 20.000 sind in Deutschland, der Rest, wie gesagt, in den USA. Weltweite Zahlen habe ich nicht. Interessant ist, dass in den USA Kunden, denen die Benzinpumpe jetzt vorher schon mal irgendwie mit genau diesem Schadensbild, defekter Impeller, verreckt ist, bekommen ihr Geld nach dem oder während des Rückrufs zurück. In Deutschland ist es nicht bekannt, aber da haben uns auch schon Zuschriften erreicht, dass Honda da jetzt etwas zurückhaltend agiert. Also Fahrer all dieser Motorräder von Honda wegen der Benzinpumpe, ihr bekommt Post vom KBA bzw. von Honda. Noch ein Honda-Rückruf und der betrifft diesmal die Transalp 750. Die muss in die Werkstatt, weil beim nachgerüsteten Hauptständer aus dem Werkszubehör ist wohl etwas unsauber geschweißt worden und der Haltehaken der Ständerfeder kann brechen, was dann den Hauptständer eben nicht mehr in Position hält, sprich das aufgebuckte Motorrad kann umfallen oder der Ständer während der Fahrt herunterklappen, beides eher unschön. Wie viele Transalps betroffen sind, weiß ich nicht, das ist nicht bekannt, aber es betrifft im Prinzip alle Hauptständer aus dem Werkszubehör für die Transalp. Also wer sowas hat, sollte mal beim Händler nachfragen, ob seine Transalp davon betroffen ist.
Das zweite große und schwere Grad im Rückruf ist die BMW K1600 in ihren Modellvarianten GT, GTL und B und auch ihre kleinere Schwester, die 1250 RT. Denn bei den verbauten Federbeinen in Telelever und Duolever und hinten in der Schwinge ist wohl eine Schraube locker, was sehr unschön enden kann, wenn während der Fahrt eben das tragende Fahrwerksteil kollabiert. Betroffen sind die Modelle RT, die GT, GTL und B des Baujahres 2023. Insgesamt sind es 849 Mopeds. Und wenn ich schon geschehen, dann mal ab zum Händler und auch da mal nachfragen. Ebenfalls wegen einer Fahrwerksgeschichte steht die Triumph Tiger Sport 660 und die Trident 660 im Rückruf. Weltweit 1600 Stück, 98 davon in Deutschland, alle des Baujahres 2022. Grund: Das Feingewinde der Verschlusskappe der Gabel ist nicht ganz sauber geschnitten, was den Stopfen lösen kann, weil das Gewinde bricht. Und im schlimmsten Fall kann sich dann nämlich auch noch die Verschraubung der Gabelbrücke lösen, was dann das Verrutschen der Gabel in der Brücke nach sich ziehen kann. Die zweite Triumph im Rückruf ist die Speed Triple, beziehungsweise ihre Schwester, die Speed Triple RR. Und es muss heißen, sie sind schon wieder im Rückruf. Letztes Jahr im Februar 2023 gab es schon mal einen wegen möglicher Überhitzung des Lüfters. Abhilfe war damals ein Lüfterschild oder so ein Hitzeschild an den Lüfter herum oder um den Lüfter herum und eine neue Software der Lüftersteuerung. Das hat jetzt allerdings nicht ganz gut geholfen, wie es scheint, denn in den USA stehen die gleichen Motorräder schon wieder im Rückruf, weil das anscheinend immer noch nicht funktioniert. Im Stop-and-Go läuft dieser Motor also anscheinend sehr, sehr heiß. Lösung von Triumph ist, seit dem 6. März 2024 ein komplett neues Motormapping aufzuspielen, was die Verbrennungstemperatur des Motors in eben diesen niedrigen Geschwindigkeiten senken soll. Und es riecht ja ganz stark nach einem weiteren Prüfstandslauf von unserem Dauertester, denn die müsste theoretisch diese neue Software ja auch bekommen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und das war es auch schon wieder mit dem Gelaber im FC-Moto-Wochenrückblick von motorradonline.de. Und teilt uns doch mal bitte mit, ob ihr von einem der oben benannten Rückrufe betroffen seid oder ob euer Moped grundsätzlich schon mal in einem Rückruf war, was da passiert ist und wie das alles vonstatten lief. Au revoir und ciao. Dein Online-Shop für Motorradbekleidung und Ausrüstung. Mehr als 100 Top-Marken, mehr als 200.000 Produkte. Weltweiter Versand und Bestpreisgarantie. Kaufe jetzt bei FC Moto.